Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Shakes & Fidget Real Talk. Ich habe ja gesagt, es wird bald ein Real Talk kommen zu Osteros. Und wie ihr dann auch sicherlich denken könnt, geht es heute um Osteros. Osteros, ja, der neue Dungeon, der letztes Jahr eingeführt wurde, zusammen mit dem neuen Update. Es hat uns alle gefreut. Neuer Content, neue Dungeons, alles tipptopp toll. Jetzt aber habe ich mal nach ein paar Monaten drüber nachgedacht, oder es musste natürlich auch Zeit hereingehen, dass Osteros gar nicht so toll ist, wie es eigentlich zu sein scheint. Dazu komme ich jetzt später. Schauen wir uns erstmal die aktuellen Dungeon-Etagen an. Wir haben einmal den Robert Besofleon mit Stufe 310, 6000 Stärke, einer der einfachen Gegner, hat glaube ich jeder meiner aktuell gespielten Charaktere geschlagen. Linkshänder Lannister, genauso eine kleine Steigerung, ganz okay. So, dann kommt schon sofort die allererste große Stufe hier. Petir, der Pimp. Von 6000 Stärke auf 13000. Das ist akzeptabel, denn Jan hat ungefähr genauso viel. Auch der Team hier auf Server 36 hat den auch gelegt. Holundor, ein Krieger, auch jetzt nur eine leichte Steigerung. Also wir hatten von Etage 2 auf 3 eine 100%ige Steigerung von den Werten her. Und dann geht's hier weiter, ganz klein, und dann geht's auch schon wieder los. Fast 100%ige Steigerung auf 24.000 Intelligenz. Und da hängen dann auch schon die ersten Leute. So, dann geht's wieder weiter, leichte Steigerung, aber nur noch ein Gegner. Dann 32.000 Stärke und dann 50.000 Stärke. Und jetzt kommt der Knaller. 67.000 Intelligenz mit 52 Millionen Leben. Und das in Etage 10 von 20. Jetzt denkt ihr euch natürlich, wo ist das Problem? Das Problem ist, dass ein Großteil der High-Level-Spieler, die schon ewig spielen, hier hängt, beim reitenden Hügel Beet. Und die Leute, die krank genug sind, hängen hier. Bei Joffrey, der Jungdespot. Jungdespot, keine Ahnung. Das ist ja, der Dungeon lehnt ja hier an Game of Thrones an. Ich habe das noch nie gesehen. Und dieser Joffrey hat 67.000 Intelligenz mit einem Lebenspool von 52 Millionen. So, wir gehen jetzt auf Server 1. Das hier ist ein Account, den habe ich früher irgendwann mal auf Magic Duma gespielt. Wenn ihr übrigens dazu ein paar Ideen habt, was man damit machen könnte, den könnte man ja irgendwie utilisieren, hier diesen Account. Dann sagt mir Bescheid. Aber wir gehen jetzt auf Server 1. Die Spieler, die am längsten spielen mit Buffed und sonst irgendwie so, aber Server 1 finde ich hier den stärksten Spieler, nämlich Suihiro. Suihiro ist ein Spieler, der glaube ich schon immer auf Gold spielt oder seit Ewigkeiten auf Gold spielt, ich weiß nicht wie lange. Ich würde sagen, oder ich habe jetzt keinen anderen Beweis, aber der stärkste Spieler vom Skills, von den Skills her, wenn nicht einer der stärksten Spieler auf der ganzen Shakes & Fidget Welt. Er hat maximale Aura, er hat sehr viele Skillpunkte und er hat, wie ihr seht, volles Equip, spielt in einer Top-Gilde, hat wie viel Prozent? 31% Gilde und 46% Portal-Bonus. Das heißt, er hat fast sein Solo-Portal fast durch, die Gilde noch nicht ganz, die Gilde braucht noch ein bisschen. Und der Typ hat 17.000 Basisintelligenz und 6.000 Ausdauer, das ist nicht viel. Aber schauen wir mal bei den anderen Magiern, die haben 13.000 zu 4.000 oder 14.400 zu 5.500, das ist schon ziemlich gut, kommt aber noch lange nicht an Suihiro ran. 11.000, die Subs ist zwar 406, aber kommt an den Skills nicht im geringsten an Suihiro ran. Hier haben wir einen Kundi mit 13.000. Ihr seht schon, das ist ein sehr starker Spieler. So, der hat jetzt mit Epic Equip, was er ja auch braucht, 32.000 Intelligenz. Gehen wir davon aus, dass er auf Intelligenz Equip wechselt, um an den Intelligenzwert von dem lieben Joffrey ranzukommen, dann hat er hier gar keine Ausdauer mehr. Das heißt, er kann gar nicht diesen Gegner schlagen. Egal wie sehr er sich anstrengt, er kann als Magier diesen Gegner fast gar nicht schlagen. Er kratzt ihn ein bisschen am Rücken, was soll ich sagen. So, jetzt kommt aber der Knaller. Jetzt denkt ihr euch, aber vielleicht kann ein Krieger, der ja sowieso stark ist gegen Magier, was gegen diesen Joffrey ausrichten. So, dann gehen wir jetzt mal auf die Top-Krieger hier. Da weiß ich nicht, wer hier der Beste ist. Ich denke mal hier so ein Injektor von den Skillpunkten. Ja, der ist ziemlich gut. Der hat 66 Millionen
Leben als Krieger mit der Stufe 389. Der liebe Joffrey hat 52 Millionen. Das heißt, ein Krieger, der viel mehr aus seinem Ausdauer holt, der seine Stärke in Ausdauer sieht, hat nur ungefähr 15 Millionen Leben mehr als ein Magier. Aber der Schaden, den dieser Magier rauskriegt mit 67.000 Hauptattribut, das hält der Krieger auch nicht durch. Es gibt im Forum einige Screenshots von Versuchen und manche haben den auch schon vielleicht fast gelegt. Oder war das der Gegner davor? Ich glaube, vom Joffrey gibt es noch keine großartig erfolgreichen Screenshots. Und beim Kundi, das ist ja so ein Allrounder, aber selbst der Kundi hat Probleme gegen Magier, weil der Magier ist nämlich der Hassgegner des Kundis, weil der Kundi da seine Stärke, das Ausweichen nicht verwenden kann. Und deswegen nehme ich die Kundis mal hier komplett raus, weil da ist auch keiner so stark wie der Sugihiro. Und wenn wir jetzt das Beispiel von Sugihiro nehmen, Sugihiro spielt das Spiel schon seit Ewigkeiten, spielt auf Gold, hat seinen Charakter top gepflegt und wird an diesem Joffrey die nächsten Jahre nicht dran vorbeikommen, schätze ich mal. Und das hier ist erst Etage 10. Es geht weiter und ich kann mir vorstellen, dass hier noch ein Magier zwischen ist, weil die Frau in Rot könnte eine Magierin sein. Ich weiß nicht, welche Funktion sie in, wie heißt das nochmal, Game of Thrones annimmt. Und die schwer entflammbare könnte auch einer sein, das weiß ich nicht. Und wenn ich mir dann diese Gegner angucke, das hier wird wahrscheinlich ein Kundi sein. Giftzweck könnte auch ein Kundi sein. Könnte auch Magier sein. Ich weiß nicht, wie viele Magier die hier noch reinschummeln. Ist das einfach so, dass Osteros wahrscheinlich niemals bezwungen wird? Denn auch die aller ausdauerhärtesten Spieler werden sicherlich irgendwann mit diesem Spiel aufhören. Und sie werden nicht weiterkommen. So, wir hatten zwar damals auch den Dungeon 13, den Sprung. Gucken wir uns mal ganz kurz vergleichen. Auf einen sehr hohen Wert. Wir hatten hier damals den Sprung von 13 auf 16.000. Das war zu damaligen Zeiten ziemlich viel, denn ihr müsst euch vorstellen, damals gab es kein Portal, damals gab es kein Gildenportal, damals gab es keine Toilette sogar damals noch. Also ganz früh, aber Toilette gab es dann noch relativ früh. Es gab keinen Turm, wodurch man mehr Gold verdient hat. Und Schattendungeons will ich erst gar nicht von sprechen. Das heißt, es war schon so ein 3000er Attributsprung von Motu auf Jan war groß. Ja, aber das war auch der Endboss und es war zu dem Zeitpunkt der letzte Boss, den man überhaupt bezwingen konnte. Und einen Turm gab es damals auch noch nicht und man hat noch gar nicht darüber nachgedacht, dass es bald Gegner geben würde, die 67.000 Intelligenz haben. So, jetzt kommen wir zu meinem Punkt. Osteros war im ersten Moment eine ziemlich gute Sache, aber wenn ihr darüber nachdenkt, dass dieser Dungeon niemals geklärt wird, war es doch im Endeffekt einfach nur ein Filler-Dungeon, wo die Leute denken, jetzt haben wir Content, aber es wird wahrscheinlich nie wieder ein Dungeon danach kommen. Und das war das Ziel von Player Games und ist für mich eine kleine Ausrede. Ich bin froh, dass es einen neuen Dungeon gab und neuen Content, absolut klar, da will ich mich auch überhaupt nicht drüber beschweren. Aber wie der Dungeon aufgebaut ist, ist doch ziemlich doof und unmotivierend. Denn wenn ab Etage 10 für Spieler, die seit Ewigkeiten an ihrem Charakter hängen, nichts mehr geht und wahrscheinlich es hier auch nicht besser wird, wenn ich mir die Attributsprünge von Etage 9 auf 50.000 Stärke zu Etage 10 auf 67.000 angucke, dann gehe ich mal davon aus, dass hier diese Frau in Rot, wo ich schätze, dass es ein Magier wird, wahrscheinlich 100 bis 120.000 Intelligenz hat und das wird ein Spieler nie reinbekommen. Und ich will nicht wissen, was die schweren Flammbare mit Stufe 500 hat. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Und dann, meine lieben Freunde, gibt es natürlich noch die Schattenwelt. Und die Schattenwelt, die hat's auch in sich. Hier sehen wir auch schon 9000 Stärke, 9100, 18.000. Da gibt es auch schon Daten zu. Was hat denn diese liebe Joffrey hier? Der ist hier schon Stufe 500. Und ich möchte nicht wissen, was der dafür Wert hat. Ich denke mal, die Schattenwelt, die wird niemals geklärt werden in der ganzen Spielgeschichte. Und ich denke mal, Player war es klar, was sie mit Osteros gemacht haben. Und deswegen gab es auch das Schatten-Update. Denn es wird nicht lange dauern, bis Leute merken, dass sie hier nicht weiterkommen und dann wieder so verzweifeln, wie sie es vorher taten. Und dadurch war die Schattenwelt schon mal eine gute Idee. Da möchte ich dann auch sagen, dass es auf jeden Fall ein guter Content-Füller war. Denn jetzt haben die Leute wieder eine Beschäftigung und gehen nicht in den Dungeon an Osteros ran, sondern kümmern sich um ihre Schattenwelt. Aber auch da wird es dann irgendwann sein, dass sie an der Stelle sind, wo sie nicht weiterkommen und sich dann denken, hey, ich möchte mal wieder in Dungeon probieren und merken, dass der Joffrey mit 67.000 Intelligenz und 52 Millionen Leben sie aus den Schuhen zieht.
Gut. Ihr könnt mir eure Meinung mal da lassen, wie ihr das denkt. Habt, ist euch überhaupt schon aufgefallen, dass Osterus so konzipiert ist, dass es wahrscheinlich nie ein Ende geben wird? Und findet ihr das gut, dass es kein Ende geben wird? Denn Osterus zählt, glaube ich, mittlerweile zum Sammelalbum. Das heißt, es wird, glaube ich, auch unmöglich sein, 100% im Sammelalbum zu erreichen. Wenn Osterus nicht dazugehört, dann irre ich mich natürlich. Das tut mir dann leid. Aber findet ihr das gut, dass man als Spieler, der seit Ewigkeiten spielt, an einer Etage 10 hängt? Es ist auch eine psychologische Sache. Findet ihr das gut? Würdet ihr es gut finden, die ganze Zeit in Etage, vor allen Dingen, die hängen ja an Etage 10. Das ist ja, die haben den Typen hier besiegt, weil es auch ein Krieger ist. Und Krieger sind ja generell für Kundis und so kein Problem. Aber dann hier so einen Magier hinzuklatschen, das ist für mich nicht ganz gut. Ihr könnt mir bitte eure Meinung dalassen. Es würde mich sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Es kommt bald Happy Wheels wieder. Es gab diese letzte Zeit relativ wenig Videos, eigentlich gar keine, weil ich doch zu tun hatte und mich beschäftigen musste. Und ja, ansonsten schaut bei Facebook, Twitter, Snapchat vorbei, schaut die Endkarte, um zu anderen Videos zu gelangen. Und lasst mir eure Meinung in den Kommentaren da. Bis dann, Leute. Ciao!